dann ist man direkt in der kleinen Schräglage. Und sobald dann der Schub von hinten kommt, hat sich das dann auch wieder erledigt. Jeder Motorradfahrer grüßt einen dann, das macht richtig Spaß. Also da hat man so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl. Das geht irgendwie bei einem Fahrrad, finde ich, ein Stück weit verloren. Vielleicht fahre ich besser hier. Ach ja, hier geht's ja super. Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich bin jetzt hier in einem Wald, wo ich früher mit einem guten Kumpel immer war. Ich wollte jetzt nochmal schauen, ob das hier so aussieht wie früher. Diesmal wieder mit Schnee. Ich bin jetzt hier auch auf einem befestigten Weg. Also zumindest einem Weg, wo viele Wanderer und Fahrradfahrer ansonsten auch immer unterwegs sind. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo das hier war. Ob das jetzt da oben war. Ich glaube, es war da oben. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist ewig her. Kennt ihr das, wenn ihr in den Wäldern unterwegs seid, wo ihr früher als Kind immer wart? Es sieht jetzt alles hier schon wieder so anders aus. Ich überlege gerade, ob das da alles zugebaut wurde oder ob das noch ein bisschen weiter hinten war. Jedenfalls fahren wir hier mal durch. Ich werde dazu auch wieder den Gang runterschalten und mal schauen. So, also ich fährt es auch wieder genial mit den Reifen. Muss halt immer aufpassen, dass man nicht über Eis fährt. Das sieht man manchmal schlecht. Jetzt werde ich hier mal kurz eben hochfahren. Hallo, danke. So, das hat geklappt. Die Frau war jetzt nicht so begeistert, dass ich hier mit dem Fahrrad durchgefahren bin. Es ist halt oft so, dass einem Leute entgegenkommen, die irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht eine Abneigung oder so haben gegen Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Vielleicht liegt das, boah, jetzt rutscht hier weg. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass viele Fahrradfahrer auch einfach unfreundlich sind oder, boah, okay, das war doch zu rutschig. Wo bin ich jetzt hier? Okay, ich versuche jetzt einfach mal hier langsam anzufahren. Das Problem ist, man muss einmal ins Rollen kommen, sonst kommt man nicht voran, weil das Hinterrad immer durchdreht. Ich denke mal, ich mache dazu auch einfach mal die Unterstützung ein bisschen runter. Ach, das sieht so schön hier aus, oder? Einfach herrlich, ich liebe das, dass ich hier mit dem Mountainbike immer überall lang fahren kann. Wenn ich dann einmal, oh Mist, ich glaube, ich komme ja nicht zum Anfahren. Muss doch eigentlich gehen. Jetzt, das Problem ist immer, jetzt unterstützt er zu wenig. Muss mal einen höher. So, jetzt habe ich mich wieder. Also das Anfahren ist auf jeden Fall gar nicht einfach. Erstmal kurz durchatmen. Das Problem ist dann immer, wenn der Vorderreifen wegrutscht ein bisschen. Der reicht schon ein bisschen nach links oder nach rechts. Dann ist man direkt in der kleinen Schräglage. Und sobald dann der Schub von hinten kommt, hat sich das dann auch wieder erledigt. Ich glaube, ich fahre hier gerade auch aus dem Wald wieder raus. Boah! Ja, ihr seht, es geht unheimlich schnell. Moment mal, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt hier bin. Ich glaube, das ist schon alles. Das müsste da hinten gewesen sein. Naja, ich fahre einfach wieder runter. Runter ist definitiv einfacher. Also man kommt hier so einen Weg hoch. Ist halt hier auch plattgetretener Schnee. Sollte eigentlich machbar sein, habe ich gedacht. Aber es ist doch irgendwie schwieriger, als ich dann dachte. Ich habe auch noch, ich habe einen kleinen Gang drin. Komisch. Es ist schwierig, die richtige Dosierung zu bekommen. Dass man halt nicht wegrutscht im Hinterreifen. Oder halt auch mit dem Vorderreifen dann. Da muss man halt dann gucken. Ich jetzt hier mal runter. Dann bin ich wieder so abseits der Wege. Nee, das lasse ich jetzt mal. Ich fahre jetzt einfach mal wieder zurück. Also bei dem Schnee zu fahren, hier ist ja jetzt wieder auch kein wirklicher Tiefschnee, aber ja, ist gar nicht so einfach hier zu fahren. Aber ich finde, das sieht so schön aus mit dem Schnee und den Wald. Boah, man muss sich echt konzentrieren. Jetzt würde ich mal gerne den direkten Vergleich haben zu Spikes. Das wäre doch mal was. Wo war ich überhaupt gerade? Ich habe gerade irgendwas erzählt. Ich schalte erstmal hier runter. Ach genau, zum Thema unfreundliche Fahrradfahrer. Das gibt es halt auch oft. Ne? Das kommt mir generell auch so vor, das ist im Gegensatz dazu bei den Motorradfahrern ganz anders, dass die Fahrradfahrer überhaupt nicht grüßen.
kennt ihr das auch, ihr fahrt irgendwo lang und man kann ja mal eben den Kopf hochheben und mal irgendwie nicken oder so. Gar nichts meistens. Also es ist ganz selten, dass mal einer nett ist und sich dann auch freut irgendwie, dass man einen sieht oder den grüßt. Das wird einfach ignoriert. Und beim Motorradfahren ran, weiß ich ganz genau, erinnere ich mich immer gerne an die ersten Minuten auf dem Motorrad. Da bin ich dann gefahren und einmal jeder Motorradfahrer grüßt einen dann. Das macht richtig Spaß. Also da hat man so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl. Das geht irgendwie bei einem Fahrrad, finde ich, ein Stück weit verloren. Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dass die Fahrradfahrer eher so in ihrer eigenen Welt leben und ein bisschen mehr für sich so sein wollen und gar keinen Bock haben, mit irgendeinem groß zu reden. Finde ich ein bisschen schade, weil genauso eigentlich bei Fußgängern auch, viele Spaziergänger, vor allem halt auch in Köln, vorher habe ich hier im Bergischen gewohnt, aber in Köln, da grüßt einer von 10 und man guckt den ins Gesicht, guckt den in die Augen, sagt freundlich guten Morgen oder grüßt halt einfach ein einfaches Hallo, reicht ja schon. Manche gucken einen auch noch an und sind fast noch aggressiv. Also ich weiß nicht, man kann doch ein bisschen freundlich sein, oder? Also naja, das ist das halt. Jetzt bin ich, dass ich hier nach Asselborn hier runterfahre. Genau. Ich glaube, jetzt hat es ein bisschen freundlicher geguckt. So, jetzt fahren wir hier mal Asselborn runter, schalte dazu auf den höchsten Gang. Es wird wahrscheinlich wieder lauter. Sollte auch immer wieder aufpassen, dass hier kein Eis oder so liegt. Bin auch jetzt froh, dass ich meine Schutzbleche noch dran habe. Ich lasse jetzt einfach mal rollen, ihr seht's ja. Jetzt wird es wieder ein bisschen langsamer hier. Ich habe wahrscheinlich halt auch die Tropfen auf der Kamera gesehen. Das bleibt halt nicht aus. Die Reifen sind einfach zu breit. Die Schutzbleche sind zwar an sich gut, aber beim Mountainbike ist das immer noch mal schwierig. Vor allem bei diesen Breitreifen. Oh, hier fahren wir zu Schnitten. Da müsste ich eigentlich auch noch mit dem Fahrrad runterfahren. Oh. Ach Mist, ey. Man muss nach vorne gucken, verdammt. Man muss einfach nach vorne gucken. Darf man nicht vergessen. Das passiert mir leider hin und wieder mal, vor allem wenn man dabei noch ein bisschen was erzählt. Jedenfalls finde ich es immer toll, wenn man hier diese langen Strecken, die konstant Gefälle haben. Man kann sich im Prinzip rollen lassen und das immer eine lange Zeit. Ich finde also so einen Weg besser als ein kurzer, extrem steiler Berg. Das ist dann immer so schnell vorbei. Man ist im Endeffekt eh nur am Bremsen. Man muss aufpassen, dass dann im Sommer oder wenn es ein bisschen wärmer ist, die Bremsscheiben nicht überhitzen. So, ich bremse mal ein bisschen runter, damit nicht gleich schon wieder die Linse voll ist. Oh, das ist sogar schon wieder passiert. Naja, lasst euch nicht stören. Und hier jetzt hier bei dieser Schneekulisse zu fahren, das ist natürlich dann alles nochmal ein ganzes Level schöner. So, und jetzt geht's auch schon nach Herrenstrunden, aber gleich werde ich dann nach Bergisch Gladbach fahren und dann Richtung Köln nach Hause. Und da ich ja den Ort von meinem Kumpel und mir von früher nicht gefunden habe, weil da wahrscheinlich gebaut worden ist und ich das falsche in Erinnerung hatte, konnte ich natürlich jetzt auch nicht zu der Stelle fahren, wo ich euch das eigentlich mal zeigen wollte. Das war eigentlich immer ganz schön, man konnte immer ein bisschen mit dem Fahrrad springen, da waren so ein paar coole und ein paar schöne Kurven zu fahren. Guck mal hier da oben, da müsste man auch mal fahren. Ach genial. Und von daher werde ich das Video wahrscheinlich dann auch umbenennen. War jetzt kein Highlight, würde ich mal groß sagen, dabei, aber ich meine, einfach eine kleine Runde auf dem Fahrrad ist ja auch nicht verkehrt, vor allem bei dem Wetter hier, bei den schönen Schneebedingungen. Vielleicht nochmal zu der Frage mit der Freundlichkeit der Fahrradfahrer. Vielleicht könnt ihr mal da eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Ob euch das auch so vorkommt, dass Fahrradfahrer häufig, ich will nicht sagen alle, das stimmt natürlich sowieso nie, über einen Kamm scheren, sollte man schon gar nicht. Aber ich finde einfach, viele sind immer sehr in sich gekehrt, unfreundlich, grüßen nicht und manche fahren dann auch noch wie der letzte Vogel. Da kann ich dann auch schon die Wut vieler Autofahrer definitiv verstehen. Ich werde jetzt hier aber auch nicht an der Straße fahren. Also wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich fahre jetzt hier noch eben runter. Boah, das ist immer Mist, wenn man mit dem Vorderreifen beginnt wegzurutschen. Ach, ich hätte doch auf die Straße fahren sollen. Ich muss aber, boah,
muss 2-3 Gänge runterschalten. Habe jetzt auch auf High gestellt. Ist gefährlich, wenn dann der Schnee anfängt, oberhalb so ein bisschen einzufrieren. Dann hat man auf einmal ganz kleine, kurze, total glatte Stellen. Vielleicht fahre ich besser hier. Ach ja, hier geht's ja super. Ach, das ist cool. Oh. Naja, ob das so cool ist, wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Zeit, wie immer. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao.